in den Jahren 1780 bis 1790 wurde nach Plänen von Sebastian Vauban, dem Festungsbaumeister des Prinzen von D, am Zusammenfluss der Eger und Elbe in Böhmen eine Festung erbaut. Die Festung wurde nach dem Vorbild eines altrömischen Castrums angelegt, mit einer Hauptstraße, welche durch zwei Tore abgeschlossen wird. Die Kasernen mit ihren viereckigen Arkadenhöfen stellen typische Bauten der österreichischen Militärarchitektur der Empire- und Nach-Empire-Zeit dar. Die südländische Bauweise der Häuser und Kasernen wurde von den meisten italienischen Baumeistern. Zur Erinnerung an seine verstorbene Mutter Theresia. Strahlender Sonne, jeder gerne ein paar Stunden seiner Freizeit. Lassen Sie mich diesen Rechenschaftsbericht zusammenfassen. Wir haben in diesen Jahren, in denen Theresienstadt zu einer jüdischen Siedlung umgestaltet worden ist, eine Selbstverwaltung aufgebaut. Sie hat ihre Aufgabe, wie wir wohl heute rückblickend sagen dürfen, zu erfüllen vermocht. Lassen wir alle Einzelheiten über die Stufen dieses Aufbaus, über Leistungen unserer Arbeiter beiseite und wenden den Blick aufs Ganze. Wir können dabei feststellen, dass wir für Alte und Kranke, für Kinder und Jugendliche ebenso zu sorgen haben wie für die Männer und Frauen, die in unserer Gemeinschaft arbeiten. Lebensformen sind dabei entstanden, die in der Arbeitspflicht für unsere Gemeinschaft, nicht im Besitz oder Herkunft verankert sind. Dass hier Juden aus verschiedenen Lebensbezirken und Räumen zusammengekommen sind, darunter bekannte Gelehrte, Künstler und Persönlichkeiten mit öffentlichen Verdiensten, Ingenieure und Techniker, Handwerker und sonstige Facharbeiter, gibt dem Gemeinschaftsleben ein eigentümliches Gepräge.
eigenes Gericht, behandelt Eigentumsdelikte und sonstige Vergehen der jüdischen Einwohner von Theresienstadt. Krankenseele sind mit allem Notwendigen. Garten des Krankenhauses können die Kranken im Wetter an oder liegen. Erholungsheim für die Kinder Kinder von Theresienstadt finden in den Parks und Spielplätzen Möglichkeiten für ihr Treiben. Auch ein Anspecken ist da. We'll be right back.
Gestaltung und Erneuerung von Maschinen und Geräten verschiedenster Art machen eine Reihe von Werkstätten unentbehrlich, in denen die Schmiede und Schlosser, die Mechaniker und Elektrotechniker arbeiten. Für Arbeiter verschiedener Berufe und Handwerke gibt es auch in Theresienstadt Möglichkeiten, ihre Tätigkeit fortzusetzen. Auch die Kunst und das Kunstgewerbe kommen zu ihrem Recht. Ein Bildhauer beim Entwurf einer Brunnenanlage. Eine kleine Barackenstadt ist das Arbeitszentrum. Allgemeinen Wohl dienende Arbeiten aller Art werden von Männern und Frauen in Einsatzgruppen, sogenannten Hundertschaften, durchgeführt. Die Gruppen werden je nach Bedarf für die verschiedenen Aufgaben bestimmt und umgeschult. Jeder arbeitsfähige Neuankömmling hat sofort die Möglichkeit, sich in den Arbeitsprozess rasch und reibungslos einzugliedern. Die Werkstätten der Taschner, Schneider, Schneiderinnen und Weißnäherinnen, der Schuster und anderer Handwerker sind hier unter der Leitung von Fachkräften in vollem Betrieb. Jedem Einzelnen überlassen. Oft nimmt der Strom der Heimkehrenden nur eine Richtung. Zur größten Sportveranstaltung in Theresienstadt, zum Fußballwettspiel. Um die Zuschauermenge fassen zu können, findet das Wettspiel immer auf dem Hof einer früheren Kaserne statt. Wegen des etwas beschränkten Spielraumes sind die beiden Mannschaften nur je 7 Mann stark. Trotzdem wird von Anfang bis zum Ende den begeistert mitgehenden Zuschauern ein hartes Spiel geliefert.
Steht der Bevölkerung zur Verfügung. Die Zentralbücherei enthält neben schöngeistiger auch reichhaltige wissenschaftliche Literatur und wird den verschiedensten Ansprüchen gerecht. Abendvorträge über wissenschaftliche und künstlerische Themen haben ihren ständigen kleinen Zuhörerkreis. Darbietungen werden von allen Kreisen der Einwohnerschaft gerne besucht. In einem Konzert wird ein Werk eines in Theresienstadt lebenden jüdischen Komponisten aufgeführt.
Schrebergärten der Familie gibt es ständig zu jäten und zu gießen, wächst jedoch ein willkommener Zuschuss für den Küchenzettel. Alleinstehende Frauen und Mädchen machen es sich in ihrem Frauenheim gemütlich.